Das sind die Pius und die Mathilda. Beide haben bis jetzt 100% geschafft. Also bis jetzt, bis zum ersten Kind. Und nachher hat sie freiwillig auf 60% zurückgestuft und er ist bei 100% geblieben. Überrascht dich das, Feli? So ein Klassiker, würde ich sagen. Die Frage ist jetzt einfach, wie freiwillig ist das alles passiert? Beziehungskosmos. Willkommen im Beziehungskosmos, wo wir heute mal unser Beziehungsverhalten ein bisschen genauer anschauen, weil wir glauben, dass sich die patriarchalen Strukturen auch auf Beziehungsebene zeigen. Ich bin Sabine Meyer, Journalistin. Und ich bin Felicitas Ambauen, Psycho- und Paartherapeutin. Das Patriarchat. Ich habe gedacht, wenn wir entschieden haben, das auf die Liste zu nehmen, das könnte recht viele Leute abschrecken. Das ist ein bisschen ein heikles Thema, oder? Wenn man mit dem Patriarchat kommt in der Beziehung. Es ist ein bisschen aufgeladen. Und finde aber trotzdem wichtig, dass wir es reinnehmen, weil es begegnet mir wirklich tagtäglich. Also das ist nicht einfach irgendeine politische Kampagne, die wir da führen, sondern du sagst, nein, im Fall, in der Praxis erlebe ich das. Ja, also wir haben ja über das geredet, wenn wir das machen oder nicht und ist das irgendwie so ein heißes Eisen und das Ding ist gerade drum, vielleicht auch drum, weil man so denkt, oh nein, jetzt kommen wir mit dem, brechen viele Gespräche ab, bevor man wirklich kann erklären kann, um was es eigentlich geht und wieso es durchaus relevant ist, das zu sehen. Und ja, ich würde es sogar noch krasser formulieren wie du. Wir alle haben gewisse Einschränkungen in unseren engen Beziehungen aufgrund von dem System, wo wir drin leben. Also im Patriarchat und im übergeordneten auch dem Kapitalismus, wo wir drin leben. Das wirkt bis auf unsere Beziehungen und es lohnt sich zu verstehen, wie. Und das ist ja das Schöne hier im Beziehungskosmos, haben wir eben den Raum, um über solche Sachen zu reden, auch wenn man im ersten Moment denkt, nein, uns geht das alles nicht an. Das Patriarchat. Ich habe schnell den Duden gefragt, was ist das eigentlich? Und der sagt, eine Gesellschaftsordnung, wo der Mann eine bevorzugte Stellung hat im Staat und in der Familie und auch bei der Erbfolge und in der sozialen Stellung, ist die männliche Linie ausschlaggebend. Und jetzt, was heisst das auf Paarbeziehung abgebrochen? Also grundsätzlich heisst das, dass wir alle gelernt haben, also strukturell von klein auf, dass die Männer eigentlich eine bevorzugte Rolle haben. Oder ich stelle mir immer vor, so auf der Treppenstufe steht halt sozusagen jeder, der als Mann auf die Welt kommt oder als Mann gelesen wird, steht schon mal ein Treppchen weiter oben. Und das ist ja auch lange so, das ist übrigens auch cool, dass viele von uns finden, auch Frauen, ich spüre das gar nicht so. Das hört mir auch viel, dass eine Frau sagt, nein, ich fühle mich nicht benachteiligt. Sehr interessant ist, dass das nicht mehr so viele Frauen sagen nach dem ersten Kind. Also dort passiert irgend so ein Shift. Dort passiert ein Shift. Pius Mathilda ist ja darum auch genau das Beispiel, wo dort etwas passiert ist. Das schauen wir dann später genau an, aber ich lasse ihn ausreden. Und wirklich das Patriarchat, also im Sinne von, es gibt eine Ungleichverteilung an Privilegien, an Möglichkeiten und vielleicht auch an Macht. Und Macht heisst nicht immer, dass man die Macht missbraucht. Macht heisst einfach, man hat mehr Möglichkeiten, mehr Entscheidungsfreiheit. Und dass man dort so ein bisschen herschaut, ich merke, dass das mit Paaren, die offen sind dafür, sehr viel anstoßen kann, um vielleicht gewisse Strukturen hinterfragen und verändern. Merken aber auch genau, was du sagst. Also, dass so ein «Ah, oh, müssen wir jetzt wirklich, ach, das ist jetzt aber ein bisschen geschichtlich und das ist so schwer und das ist ja aber nicht bei allen so». Ich habe im Fall auch lange so gedacht. Und mittlerweile würde ich sagen, nein, das ist wirklich bei allen so. Wir können einfach Männer und Frauen haben, die das schon mehr so ein bisschen ausgleichen. Und wir können in sehr traditionellen Muster sein, die das noch ganz fest greift. Und dann ist aber die Frage, wie freiwillig ist denn die Frau, die die 60% zurückstuft? Oder ist das im System so, dass man sagt, ja, freiwillig heisst einfach, es ist die beste und einfachste Möglichkeit gewesen, ohne zu rebellieren gegen irgendwelche Strukturen? Eben das Wichtige zu erkennen ist, es geht um ein System, das wir anschauen. Das heisst, es ist nicht die Frage, wie fühlt sich das Individuum letztlich, sondern es bewegt sich in einem System, das patriarchal ist. Und ganz wichtig auch gerade, es geht nicht darum zu sagen, Männer seien schuld. Oder die Männer sind die, die sich jetzt verändern müssen oder wo man ihnen etwas wegnimmt. Sondern es geht darum zu sagen, es ist einfach ein System, das dort den Vorzug gibt. Aber schlussendlich, jetzt reden wir vom Paar, haben wir zwei Individuen, die einfach schauen können, wo greift das bei uns und wie wollen wir entgegenwirken. Weil am Schluss sind beide zufriedener. Das schauen wir dann auch ein bisschen psychologisch noch an, wenn dort mehr Augenhöhe hergestellt wird. Und du würdest auch sagen, das ist einfach alles unbewusst oder
Nein, das ist alles unbewusst. Das ist zum ganz, ganz grossen Teil unbewusst. Und ich finde es spannend, wenn ich mich selber damit befasse, bei mir selber, wie viel immer noch dann greift. Es ist nicht so, dass wenn man dann mal weiss, wie viele Bücher darüber gelesen hat und wie viele 100 Stunden mit Klientinnen und Klienten gemacht hat, dass es aufhört. Und dann ertappe ich mich wieder, wenn ich meinem Mann Danke sage, dass er mir geholfen hat, eine Arbeit zu erledigen, wo, wenn ich mir genau überlege, es überhaupt nicht so ist, dass das meine Arbeit ist, sondern eigentlich unsere gemeinsame. Aber ich tief in mir abgespeichert habe, dass alles, was Carework und Housework und daheim angeht, dass das zuerst der Frau ihre Aufgabe ist. Und das sind so Sachen, wenn ein Kind kommt, dann wird es spannend. Also jetzt kommen wir langsam dorthin, wo man es dann vielleicht auch plötzlich mit sich selber verknüpfen kann. Weil ich muss auch sagen, ich habe so zuerst gedacht, gibt das genug her? Was machen wir damit? Ja, spannend, irgendwo schon, aber geht mich doch nicht an. Und dann habe ich angefangen, auf so Sätze abzubrechen, wie du jetzt gerade gesagt hast, mit dem Danke sagen. Und dann habe ich es angefangen zu verknüpfen, zum Beispiel die Ausdrücke, die man immer wieder hört, hey, mein Mann hilft auch viel im Haushalt. Mhm. Und das sagt zum Beispiel ja also ganz, ganz viel. Oder nur schon das Verb zu benutzen, helfen, unterstützen, heisst, das Gegenüber nimmt mir etwas von meiner Aufgabe ab. Und eigentlich, man müsste sagen, schlussendlich haben wir 50-50-Aufteilung, wenn man zusammen einen Haushalt hat oder eben eine Familie gründet. Und viele Paare haben das eben vor dem Kind, also dass sie finden, ja, stimmt, das teilen wir so 50-50 auf. Obwohl, wenn man genau her schaut, es auch dort schon so ist, dass die Frauen mehr machen. Aber man hat auch mehr Puffer, um das halt irgendwo dann noch reinschieben und nach uns Kind. Und gerade will, und das ist ja auch okay, die Frau dann vielleicht daheim bleibt beim Baby zuerst. Also gibt es durch das ja schon einen Shift. Und dann, der schwierigste Punkt ist aus meiner Erfahrung immer der Wiedereinstieg in die Arbeit. Mhm. Dort wird es noch interessant. Wieso? Weil dort man eigentlich wieder einen Teil von der alten Rolle zurückholen will, die man vielleicht schon hatte, die man vorher geschafft hat. Also, weil heute ist es ja selten so, früher, vor 50, 60, 70 Jahren, ist es ja oft so gewesen, dass die Frau gar nie in ein Erwerbsleben eingestiegen ist, sondern sie ist direkt aus dem Haushalt von den Eltern in den Haushalt mit dem Mann und dann ist sie daheim gewesen, bis das Kind gekommen sind. Oder sie hat vielleicht irgendwie stundenweise irgendwo geholfen, oft aber auch unentgeltlich irgendwo ausgeholfen mit irgendwie was vom Hof oder irgendwie. Und jetzt so ist, wenn man wieder das Einsteigen hat und man ja überall hört, hey, wir haben ja jetzt alle Möglichkeiten als Frau und plötzlich stehen sie an und merken, es ist gar nicht so einfach. Oder das ganze System, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es du hast, meine Kleine ist noch nicht eingegliedert in der Schule, also dass es immer noch nicht selbstverständlich ist, dass beide Elternteile oder alle Elternteile, manchmal sind es ja sogar in Patchwork-Familien mehr als zwei Personen, die beteiligt sind, dass die auf der Liste stehen und angeschrieben werden. Dass es immer noch so ist, wenn es einen Bachnachmittag gibt, also mit Kuchen, dass man die Mütter anschreibt und sagt, können sie Kuchen backen oder beim Basteln. Wir haben jetzt auch etwas bekommen für die Spielgruppe und dann ist irgendwie klar, die Mütter gehen dann mit den Kindern basteln. Und ich denke, ja, das ist halt alles so eine Struktur, die dahinter ist, die gar nicht mit einbezieht, dass das könnte beide Eltern betreffen. Oder im Fall beide Eltern keine Lust darauf könnten haben. Das könnte ja auch noch sein. Dort finde ich auch den spannenden Teil, dann, wenn man selber dann sagt, nein, ich mache das nicht als Frau. Mhm. Dass man dann auch muss auf die Wertschätzung verzichten, die soziale Anerkennung. Und dass das manchmal gar nicht so einfach ist, dann auch zu sagen, nein, ich mache das jetzt bewusst nicht. Ich backe doch keinen Kuchen, mein Mann backt den Kuchen. Aber obwohl mein Mann den Kuchen backt, irgendwo muss es noch ein bewusst loslösen sein. Und jetzt sind wir aber schon voll drin, weil das Gefühl, das ja dabei meistens ausgelöst wird, sind Schuldgefühle. Also obwohl man sich will abgrenzen und ich will mich abgrenzen, kommt ein Schuldgefühl auf von, oder es wären zwei autoritäre Stimmen, darf ich das überhaupt, ist das legitim, jetzt bin ich die Einzige, die sich abgrenzt, was denken vielleicht die anderen von mir. Und das sind auch schon wieder Überbleibsel von diesen traditionierten Rollen, oder dass man das machen will und soll. Da sagst du eigentlich, dass die Schuldgefühle sind nicht individuelle Schuldgefühle, sondern das hat mit einem grossen Ganzen zu tun, wo wir uns drin bewegen. Ja, ich rede mittlerweile gerne von gesellschaftlichen Schemata. Also das, was wir hier besprechen in der Schematheorie, da kann man wirklich sagen, wenn wir sozialisiert werden durch unser System, dann wird an jedem kleinen Menschen, der als Frau sozialisiert wird, ein Teil Unterordnung und Unterwerfung antrainiert. Also Mathilda, kommen wir mal ein bisschen an ihren entlang, bevor wir dann an den Pius anschauen. Mhm. Wir haben ja beide das Buch gelesen «Why We Matter», das Ende der Unterdrückung von der Emilia Roy. Und sie sagte dort so gut, was sie
erlebt, wie Frau muss sein. Sie tut das so benennen. Sie sagt, eine Frau muss sich klein machen, eine Frau soll nicht zu viel Platz nehmen, eine Frau soll nicht zu viel reden, sie soll nicht zu laut sein, sie soll auch nicht zu klug sein. Wenn sie tut auffallen, dann durch ihre Schönheit. Sie darf übrigens auch nicht zu viel essen. Darf sie auch nicht. Sonst genau. Ist sie ja nicht mehr schlank. Und ja, das passt sie nicht. Und sie ist gefräsig und sie ist gierig und das soll sie auch nicht sein. Genau. Also die Mathilda, eine moderne Frau, urban, eben, sie hat 100% gearbeitet, sie hat gewusst, was ihre Ziele sind. Echt? Hat die immer noch das Gefühl, sie darf nicht zu viel Platz nehmen? Sie sollte ruhig sein. Im Geschäft sagt sie auch was, was sie findet, wo es durchgehen soll. Mm-hmm. Und wenn ich sie dann frage, also wir spielen das jetzt gerade auf das Pärchen, wenn ich sie frage, jetzt haben wir das Team-Meeting gehabt und sie sagt, ja, ich bin mittlerweile die einzige Frau dort oben drin. Sechs Herren und ich dort in der Chefetage. Und dann frage ich sie, wer hat irgendwie für die Pflege gesorgt oder wer ist gut Kaffee holen, wer hat irgendwie noch Blumen abgeholt im Blumenladen, fühlen sich Frauen immer noch schneller dafür verantwortlich und haben mehr schlechtes Gewissen, wenn sie es nicht machen, weil es ihnen auffällt. An einem Mann fallen gewisse Sachen gar nicht aus. Es ist gar nie in seiner ganzen Sozialisierung Teil davon, sich auf das zu achten. Und Frauen und Mädchen haben von klein auf gelernt, so Sachen mitzudenken und zu sehen. Und gell, Link zu unserer allerersten Folge, Mental Load. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz ein grosser Teil davon, wieso Frauen auch den Mental Load aus verschiedenen Gründen natürlich tragen, weil sie auch viel mehr sehen und die Zusammenhänge sehen. Also, was könnte ich alles noch auf dem Weg nach XY machen, um das auch noch erledigt zu haben? Wo das wird uns ja gelehrt, auf dem Schirm zu haben. Aber die Mathilda würde sagen, es liegt mir einfach. Mhm. Ich kann es viel besser als die Pius oder als meine Arbeitskollegen. Genau, und wenn sie an dem Punkt steht, dann ist es wirklich schwierig. Dann wird sie auch von unserem Podcast vielleicht nur so eine Spur jetzt überhaupt annehmen. Die meisten, die kommen, wären schon an dem Punkt, dass sie merkt, und ich merke, es läuft etwas schief. Hey, und Mann, das kann es doch nicht sein. Wieso muss ich es jetzt immer wiederholen? Aber schon sogar dort, an dem Punkt des Prozesses, ist es im Fall nur schwierig genug. Aber wenn jemand kommt an dem Punkt, hey, es passt doch, ich habe doch alle Chancen, sage ich meistens nur, ja, dann ist es ja gut. Und dann mach du mal weiter, dann passt es ja. Weil ich wirklich finde, das Gefühl von dem, ja, irgendwie auch Gap muss schon wie spürbar sein. Mhm. Also, es gibt ja auch Frauen, die sagen, Gender Pay Gap. Ja gut, Männer arbeiten auch mehr als Frauen und strenger. Und dann finde ich immer, okay, dort finde ich damit gar nicht so lohnenswert einhängen, weil dort müsstest du so weit vorne anfangen. Also wir reden jetzt eigentlich für die Menschen, die irgendwie das Bauchgefühl haben, da stimmt etwas nicht, obwohl wir alles auf Augenhöhe machen. Irgendwo ist das Gefühl, da etwas stimmt nicht und das ist im System. Ja, und das ist auch ein bisschen gemein, also weil wirklich etwas erst anstoßen. Also die Mathilda müsste jetzt an dem Punkt schon sein, wo sie vielleicht hat sie schon ein paar Bücher gelesen, vielleicht hat sie schon ein paar Podcasts gehört und merkt, das ist einfach, da ist etwas dran mit dem Patriarchat. Mann. Oder auch Sexismus in der Paarbeziehung. Also gut gemeint, aber manchmal gibt es auch so Sachen wie, dass Männer, die sagen, wie toll ihre Frau aussieht und wie super sie findet, dass sie mit 50 jeden Tag Yoga macht und fettfrei isst. Und schau sie mal an, die sieht doch aus, immer noch mit 35. Und nicht realisieren, dass das eigentlich etwas ist, was sie komplett ja reduziert auf ihr Äusserliches und ihr natürlich auch das Gefühl gibt, hey, das muss ich dir schön beibehalten. Fuck, ich bin schon 50. Und das eigentlich eine komplett entwertende Aussage ist, die sagt, dein Äussere ist das, für das, was ich dich anpreise. Und, oder, ja, aber das graue Haar, aber ich meine, du musst mal schauen, die Mähne, die sie hat, sie tut sie so schön färben, es sieht toll aus, immer noch wie, wo ich sie kennengelernt habe. Das ist Sexismus in der Paarbeziehung. Und das ist etwas, was ganz oft passiert. Und wir haben auch gelernt, als Mädchen, das ja dann toll zu finden. Also, weil klar hat sie ja auch den Charakter von, er sagt mir gerade, ich sehe super aus, aber er sagt mir auch, ich habe gewisse Leistung zu erbringen und ja, nicht zu schwächeln. Und weiterhin kein fettiges Joghurt zu essen, um das weiter aufrechterhalten. Und die Frauen, die von diesem Podcast oder auch Männer, hoffe ich, heute angesprochen sind, sind sicher die, die merken, hey, und das kann es doch wirklich nicht mehr sein. Wie gehe ich jetzt dagegen her? Und selbst wenn man, also mein Mann zum Beispiel ist das sehr aufgeschlossen, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, er ist mehr so der, der mich auf das mal draufgestossen hat, der gefunden hat, hey, da müsstest du im Fall noch genauer hinschauen. Da läuft im Fall einiges schief. Und ich habe mehr dazu gefunden, ja, passt doch.
Und ich manchmal denke, was hat er sich da eingehandelt, indem er das noch sozusagen auf den Tisch gerührt hat. Wir haben jetzt mehr Diskussionen. Und selbst dann, also bei uns auch, das ist ja dann nicht weg. Oder? Dann kommt wieder irgendeine Situation, wo man merkt, also beispielsweise Me-Time sich einfordern. Wo ich wie merke, das ist so asozialisiert oder eben nur so von dem ganzen System, dass die Mutter immer dann mitdenkt, und was ist denn mit dem Kind? Und wenn ich jetzt einfach sage, jetzt gehe ich schon wieder 2 Stunden weg oder jetzt will ich Sport machen. Ich überlege mir dann immer so ganz klar, ja, hat er jetzt Zeit, 2 Stunden auf sie zu schauen? Oder müsste ich ihn nicht zuerst fragen, sozusagen, ob er mir hilft, sie zu unterstützen oder mich zu unterstützen, in sie zu sorgen? Und er sagt, ich gehe jetzt 2 Stunden joggen. Und es ist wie klar, die Kleine ist bei mir. Jetzt in diesem Fall ist das wie so, also good enough, aber ich merke, dort haben wir ganz andere Vorarbeit im Kopf, wo die Hürde für mich, also ich habe schon ein paar Sachen im Kopf abgecheckt, bevor ich vielleicht überhaupt frage. Und er nimmt das viel, ja, wie sagt man, leichter. Selbstverständlicher. Die ewigen Vorbilder, genau, die wir seit Jahrzehnte, Jahrhunderte haben, sind halt einfach wirklich total andere. Ich habe noch einen Satz mir auch notiert, wo sie im Buch schreibt, dass Frauen dürfen so lange ihren Bedürfnissen nachgehen, solange die Familie nicht zu kurz kommt. Also es ist einfach in der DNA irgendwo mal mitgegeben, dass wenn es der Familie nicht gut geht, dann ist es unsere Schuld, also wir Frauen, also es ist in unserer Verantwortung. Wir dürfen zwar in der Zwischenzeit Me-Time nehmen, aber nur eben, solange das System noch funktioniert. Und ich habe das Gefühl, die Erwartungshaltung, die hat der Mann sicher nicht. Ja, und das ist spannend, dass du da gerade sagst, weil was heisst, der Familie nicht mehr gut gehen? Weil wenn wir es objektiv anschauen, geht es vielen von uns hier so gut, dass man sich ganz viel Me-Time könnte nehmen, es ging der Familie immer noch gut genug. Sondern dass wir auch, und ich habe mir da Notiz gemacht, vielleicht passt das jetzt auch schon rein. Ich finde, es hat sich in den letzten Jahrzehnten noch mal verschärft durch eine Entwicklung, die ich eigentlich sehr begrüße, die Bindungsorientierung. Und gleichzeitig ich in der Praxis vor allem merke, wie viel noch mehr Druck das auf vor allem die Mütter macht. Du musst vielleicht schnell erklären, was hast du da im Kopf? Also die traditionelle Erziehung, die autoritärer war, das sind ganz klare Rollen und die Mutter hat sich auch abgrenzen durch Strenge, durch Strafen, durch Disziplinierung. Jetzt sind wir uns alle einig mittlerweile, das hat der Kind aber nicht gut getan. Hat auch Muster mitgegeben, die man dann wieder ausräumen kann in der Psychotherapie. Und dann hat sich da ein sehr guter Wandel begeben, der sagt, hey, wir gehen mehr auf die Bedürfnisorientierung der Kinder, auf die Bindungsorientierung. Das heisst, man nimmt das Kind mehr auf Augenhöhe, man nimmt sie ernster, man geht in die Verhandlung rein. Und jetzt ist es aber so, dass das natürlich noch viel mehr heisst, dass dort die Frau und die Mutter eigentlich muss bei den Bedürfnissen von anderen sein, nun mal mehr. Und ich merke, es hat sicher auch damit zu tun, dass ich der Mutter geworden bin. Weil das war auch sehr spannend gewesen. Bevor ich Kind hatte, habe ich schon mehr als 10 Jahre therapiert. Aber das war für mich ein blinder Fleck gewesen, wie sich das anfühlt als Mutter. Ich habe das vielleicht mal gelesen und konnte kognitiv nachvollziehen. Aber was das für einen Druck, so einen innerlichen Druck kann ausüben von, ich muss für alles schauen oder und sagen, ab wann geht es der Familie nicht mehr gut? In der Bindungsorientierung kann das dann schon sehr früh anfangen. Weil wenn du das falsche Buch liest, steht dort schon, wenn du nicht bis 5 Uhr ein Familienbett machst, kann es schon sein, dass dein Kind wieder irgendwo dann einen Mangel hat auf der Bindungserfahrung. Also ich habe einfach manchmal Leute bei mir, die diese Ängste haben, die sagen, oh nein. Oder dann geht es darum, ich muss mein Kind ganz gesund ernähren. Also das sind ja ganz viele so Sachen rum. Aber das heisst, dort hat es eigentlich fast ein bisschen das verstärkt, was Frau eh schon im System drin hat. Genau. Ich habe mir jetzt überlegt, wo trifft es dann den Pius oder den Mann? Ist es dort bei den Finanzen, der Ernährer? Also das ist ja auch letztlich, würde ich sagen, sehr eine unfreie Position, wo die Männer im Patriarchat haben. Genau. Und das mit dem Link auf toxische Männlichkeit ist eine Folge, die wir mal gemacht haben, dass sie, damit das System aufrechterhalten kann werden, müssen sie ganz viele Emotionen wegsperren. Sie müssen können funktionieren. Und da ist ja für beide Rollen gerade eine Herausforderung. Also die sogenannten neuen Väter, die irgendwie sich mehr einbringen in die Familie, die auch üben, mehr die Gefühle einbringen, die haben natürlich auch Spannung bei ihnen drauf auf ihrer Sozialisierung. Ist so wirklich anders gelagert. Aber ja, dort ist sicher bei den Männern, also Geld einbringen, Macht, Status, nicht schwächeln, aber keine verletzbaren Gefühle, sagen, kein Weichei sein. Das sind so typisch patriarchale Muster.
Und was für mich dann auch so wichtig ist, um wie so realisieren, ist, das System stützen beide im Moment. Ja. Also indem halt auch die Frau dann vielleicht, durch dass sie sich so verantwortlich fühlt für das soziale Gefüge, auch den Raum nicht gibt, stützt sie eigentlich das System. Genau. Und der Mann im Gleichen, oder er hat die Finanzen im Griff, wenn er die Finanzen kontrolliert, der hat einfach die Macht. Und das ist immer noch meistens der Mann, ja, der mehr heimbringt oder zum Teil auch die überhaupt den Überblick hat über Konten. Mhm. Ja, in der Therapie bei dir erlebst du die Strukturen auch so. Genau so. Und eben, jetzt nehmen wir ein paar, sagen wir mal, die haben schon gemerkt, man möchte vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. Mhm. Und dann, das finde ich aber auch immer ein bisschen frustrierend, also auch aus der eigenen Erfahrung, dann ist es ja nicht so einfach, das umzustossen. Also, der Mann will reduzieren und dann sagt einfach der Arbeitgeber, also das Beispiel von Deutschland, mit der Elternzeit, ein Kollege von uns, der gesagt hat, hey, ich möchte gerne jetzt ein halbes Jahr einziehen. Und der Arbeitgeber sagt, okay, dann streiche ich dich von der Liste für, also Promotionen, für irgendwie Aufstiegschancen. Im Sinne von, dann kommst du in den Topf mit den Müttern. Und ich würde sagen, als Frau bist du dort eh schon drin. Genau. Also wenn du ein Kind hast oder nicht, und das, du könntest ja. Das ist ein super Beispiel, wo er noch gesagt hat, jetzt bin ich im Clinch, weil ich will das wirklich, ich will die 12 Monate, die es in Deutschland gibt, oder die 14 Monate, ich möchte die halb-halb aufteilen. Und sie aber noch im System darüber geredet, dann können wir uns das leisten. Oder ist es nicht besser, er behaltet jetzt seinen super Job und sie macht halt ein bisschen mehr Monate und er nimmt nur die 2 Monate, die halt alle nehmen. Und das sind so Grenzen, die natürlich auch Männer gesteckt sind. Also von dem her ist es im Interesse von allen, dass man das System anschaut und dekonstruiert. Was mich jetzt noch, wir haben es jetzt zwar schon gesagt, dass es alle trifft, aber trifft es jetzt Leute, die so eben traditionell unterwegs sind, noch mehr? Mhm. Meine Erfahrung ist dort, dass je traditioneller das Paar noch ist, desto weniger ist sozusagen bewusst, dass das einen Schmerz könnte verursachen oder Druck und die eigentlich ganz gut laufen, im Sinne von, das ist halt immer schon so gewesen. Ich finde die grösste Spannung jeweils dort, wo eigentlich eher schon sehr so die neue Rolle versucht werden zu leben und man merkt, wir kommen nicht gegen das System an. Und ich finde wichtig, das jetzt schon mal reinzubringen, auch wenn wir da erst so in der Mitte von dem Thema sind, wir werden das System auch nicht einfach ändern. Das ist auch das, was so viel Energie kosten kann. Also wenn ich manchmal denke, Hamsterrad, und wir kommen irgendwie nicht ganz aus dem raus, aber zu schauen, wie als Paar können wir uns einfach geschickter positionieren dort innen und intern halt gewisse Sachen ändern. Und eben die Frage ist bei unserer Mathilda, die jetzt nur noch 60% arbeitet. Du gesagt hast, die Familie muss gut gehen. Das sagen die Männer manchmal halt wirklich Originalton in der Sitzung, dass sie sagen, sie kann machen, was sie will. Also sie kann sich verwirklichen, sie kann arbeiten. Eben solange es dem Kind gut geht. Und es gibt Männer, die den Nachsatz wirklich bringen, solange ich nicht zurückstecken muss. Und wenn ich dann so ein bisschen nachfrage, freundlich, wie sie denn das so sehen, dann sagt er, sie hat ja alle Möglichkeiten. Und findet dann nicht, da drinnen ist etwas komisch, weil sie wirklich findet, sie haben den Vorrang. Also ist ja dann eher der Gönner? Ja, das ist sehr gönnerhaft, genau. Und sie? Sie darf sogar arbeiten. Darf. Also diesen Satz höre ich auch immer noch. Sie darf ja sogar arbeiten. Ich erlaube ihr, ich ermögliche ihr, dass sie ja ihre 20% arbeiten kann, aber von mir aus dürfte sie ja daheim bleiben. Also, wie denkst du, ist denn die Verhandlung zwischen ihnen abgelaufen mit 100% und 60%? Weil ich habe ja gesagt, Mathilde hat freiwillig reduziert. Ich finde vor allem wichtig zu sagen, wir werden hier nicht ein Modell jetzt finden, wo man dann sagt, also es gibt kein Modell, das ganz freiwillig ist, solange wir in diesem System leben. Vielleicht ist es so am besten gefasst. Also dass jetzt auch niemand rausläuft und denkt, weil was jetzt Gefahr ist, ist, dass wir es wieder aufs Paar abschieben, von wegen, jetzt haben wir es wieder falsch gemacht. Mhm. Oder? Mathilda, du meinst, du seist so emanzipiert, liebe Mathilda, aber du hast es im Fall gar nicht freiwillig gemacht, das System ist schuld. Das finde ich ganz wichtig, weil dort ist der Hund immer begraben. Also am Schluss macht das System, dass man sich selber wieder schuldig fühlt und im Zweifel die Frau. Mhm. Und dass man sagt, es ist gar nicht das Ding, dass Nat Mathilda zum Pius rennt und sagt, ich habe herausgefunden, ich habe es doch nicht freiwillig gemacht. Fuck irgendwie der Patriarchy. Sondern dass man sagt, hey, wir müssen wirklich genau hinschauen, wo das uns immer wieder so irgendwie, weiß auch nicht, stolpern lässt. Und dann zu sagen, vielleicht ist das ganz okay, die 60%, aber die Mathilda auch dranbleibt und sich überlegt, individualpsychologisch, wie sehe ich mich so in 5 Jahren, wenn ich jetzt wünschen könnte, möchte ich wieder mehr arbeiten?
Was hindert mich daran, mehr zu arbeiten? Und das sind immer gute Fragen, weil dort kommen oft noch strukturelle Hindernisse. Gell? Also, wir haben kein Betreuungssystem. Es ist irgendwie eben wegen in meinem Job, die sagen, nur mit 80% kommst du ins Kader. Also, wenn ich jetzt 40 arbeite, dann kann ich ja gerade da bleiben. Oder eben die Männer sagen, nein, wenn ich meine Karriere weiterverfolgen will, dann kann ich nicht zurückstoßen. Und dass man dort wie merkt, dann sind es systemische Sachen. Schwierig wird es, wenn im schlimmsten Fall eben der Mann sagt, ja, was hast denn du? Also, du hast ja schon so viel. Was willst du denn noch mehr? Und dort ist meistens der Punkt, wo dann die Frauen verstummen oder sagen, ach, das ist ein grosser Kampf. Gell? Dass man einfach, manchmal sagt übrigens auch Emilia Roig in ihrem Buch, dass sie sagt, ihre Schwestern, das ist mir so geblieben, es sind irgendwie drei Mädchen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und bei der Emilia ist noch wichtig, die ist ja noch intersektional mit verschiedenen Diskriminierungen auch noch konfrontiert. Also sie hat auch keine weisse Haut. Ich weiß nicht, ist sie bi oder steht sie auf Frauen? Das weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall lebt sie gerade mit einer Frau zusammen. Sie hat auch noch das Thema von ihr mit der Hautfarbe. Das sind ja ganz verschiedene Facetten. Und ihre Schwestern, sagt sie, die erleben genau die gleichen Diskriminierungen, genau die gleichen Zurückstufungen. Aber die haben gelernt, wie die abschlucken, damit umgehen, sie irgendwie an sich abprallen lassen, weil sie einfach sagt, man muss sich auch, das finde ich so einen guten Satz, man muss sich auch leisten können, energetisch gegen das System sich zu wehren. Und wenn Leute zum Beispiel zu mir kommen, ist das ja oft als Problem. Sie sind schon so erschöpft oder ernüchternd und sagen, hey, ich kann ja nichts machen. Und dass man schon auch muss Ressourcen hat, um zu sagen, ich stehe jetzt her und rebellieren gegen so etwas. Und dann auch in der Paarbeziehung. Das finde ich am allerschwierigsten. Ja, stell dir vor, du musst deinem Mann vorwerfen, er ist sexistisch. Mhm. Und du realisierst das. Also das Erste ist ja, die Frau wird, wo ich vorhin jetzt ein Beispiel gebracht habe, würde realisieren, das ist ja gar nicht so wertschätzend, was er sagt. Im Gegenteil, er reduziert mich ja gerade auf ein Objekt, das muss aussehen. Das kann extrem schmerzhaft sein. Und gerade wenn man weiss, er funktioniert so, ich kann ihm das nicht einfach rückmelden, dann ist er vielleicht, was weiß ich, kränkt, verletzt, wird aggressiv, wird wütend. Und dann zu überlegen, was mache ich damit? Bringe ich das überhaupt rein? Oder ist es eben gesünder, sozusagen die kognitive Dissonanz, also zu wissen, etwas ist anders, ich müsste jetzt sagen, dass man dem Kopf das einfach wieder umschreibt und sagt, ach, er hat es wahrscheinlich wirklich einfach lieb gemeint. Das finde ich eine riesige Herausforderung. Und wenn man dort nicht so annähernd am gleichen Ort steht, kann ich verstehen, dass man sagt, das kann ich nicht kämpfen. Ich habe die Energie nicht, ich habe nur zwei kleine Kinder. Ich konzentriere mich jetzt auf das. Ja, aber ich denke, wenn ich jetzt der Pius wäre und Mathilde mir würde sagen, du bist ein Sexist und du verhaltest dich, ich weiß nicht wie, als wärst du da der Gönner und so. Wie anzunehmen, dass ich als Mann einfach per se die besseren Karten habe? Mhm. Das ist ja gar nicht so einfach. Also ich vergleiche es mit so der Rassismusdebatte, wie schwierig es ist, als weisse, heterosexuelle Frau auch anzunehmen, dass ich all die Vorteile habe, die ich nun mal einmal einfach habe. Ja. Das ist ja die erste Reaktion, nicht zu sagen, nein, ich bin nicht rassistisch. Mhm. Und dann die andere Reaktion ist, ich habe es nicht so gemeint. Und dann irgendwann mal merken, so, nein, ich bin es, aber ich kann gescheiter werden, ich kann es anders machen. Mhm. Und das ist ja das, was wir glaube auch hoffen mit dieser Podcast-Folge, genau. dass wir euch animieren, irgendwie miteinander zu reden und zu sagen, hey, stimmt, wo spielt das rein? Und das hat nichts mit mir als Pius Mann zu tun, sondern das hat mit dem System zu tun. Und es hat nicht mit mir als Mathilda zu tun, sondern mit dem System. Ich weiß nicht, kannst du dort noch ein bisschen helfen, um zu sagen, jetzt nehmen wir an, ich bin an dem Punkt, wo ich mir überlege, wie viel will ich arbeiten als Frau. Mhm. Und merke, mal, ich würde gerne reduzieren. Wie kann ich herausfiltern, wo ist es wirklich ich, die reduzieren will? Mhm. Und wo ist das System, wo ich eben die jahrhundertelangen Erbe... Sind wir wieder mitten in der Schemastruktur. Und das finde ich noch schön, dass du es vorhin gesagt hast. Wir haben wirklich verschiedene Ebenen von Schema. Und jetzt herauszufinden, welche spielen rein, während die autoritären Stimmen wieder zu hinterfragen. Zuerst mal zu schauen aus der eigenen Prägung, aber eben da ist das Spannende, wenn man jetzt alle Frauen als Frauen sozialisiert, in einen Topf nimmt, gibt es eine Schnittmenge von autoritären Stimmen, die wir alle haben. Haha, wo kommt das wohl her? Das kommt halt wirklich von der Gesellschaftsebene her. Und mal zum Beispiel aufzuschreiben, also für die, die jetzt sagen, das ist genau mein Thema, ich will reduzieren, aber will ich das wirklich? Oder fühle ich mich nur dazu verpflichtet und rede es mir schön?
dass man mal aufschreibt, einfach, was für Sätze habe ich gerade dazu im Kopf. Und da kann man auch gerne zu der schönen Pro- und Kontraliste greifen und einfach mal sagen, was spricht dafür, was spricht dagegen. Ich finde es hilfreich, wenn man es wirklich in Sätze aufschreibt. Also gerne wie so in Ausrufezeichen. Du musst mehr bei den Kindern sein, oder ist es eben, ich will mehr bei den Kindern sein? Ist es dahinter, durch das werde ich eine bessere Mutter? Die Gesellschaft tut sie ja sowieso gutieren, wenn ich mehr daheim bin. Und das nimmt mir ja auch noch gerade den Druck weg, müssen, den Kampf zu kämpfen, der so schwer ist. Also ich unterstelle das gerade niemandem. Ich finde es voll okay, wenn man reduzieren will und man ist happy damit. Das ist grossartig. Aber die meisten haben diesen Anteil Schuldgefühle ja drin, sowieso. Und auch mal aufschreiben, welche autoritären Stimmen, sich zu überlegen, welche kommen von den Eltern und welche kommen von irgendwo. Mhm. Das wäre mal eine Möglichkeit. In der Zwischenzeit ist ja auch schon der Druck, mindestens 20% muss schon arbeiten. Ja, das ist also übrigens, das kapitalistische System hinterlässt auch Spuren. Ja, und das ist auch spannend, weil das natürlich ins Gleiche reinspielt. Also die moderne Frau soll einfach nicht nur die Carework gratis machen, sondern auch noch Geld reinbringen, also trotzdem nur Ertrag reinbringen, der eigentlich auch nur mehr Spannung aufmacht, noch und dazu. Das sind toxische Weiblichkeit, wir haben es auch angeschaut. Der Druck, den ich vorhin erzählt habe, ein bisschen überspitzt, mit dem, wie muss man aussehen und was soll man alles können und trotzdem nicht viel Raum einnehmen. Das ist über die letzten Jahrzehnte ja auch immer noch mehr vor Vordergrund getreten. Das war vor 200 Jahren ein anderes Thema gewesen. Das macht an jeder Front das Gefühl, und mein Mann hat vorgestern gesagt, es ist halt schon ein machtvolles Instrument, wenn man in jedem Bereich des Lebens einer Frau ihr das Gefühl geben kann, sie sei nicht gut genug. Und das ist etwas, was natürlich vom Patriarchat gefördert wird, weil es ist gar nicht im Sinn, dass sie so selbstbewusst wird und so selbstsicher ist, dass sie machen würde, was sie will. Was braucht es denn? Was braucht es denn, dass Frau sich gut genug fühlt? Das, was wir hier machen, ist für mich wirklich ein wichtiger Anteil. Und ich sage das hier nicht zum Anklagen, aber durchaus gerne auch zum ein bisschen provozieren im Kopf, auch die eigenen Denkmuster. Was es braucht, ist, das ist ganz wichtig, sich zu verbinden mit solchen, die ähnlich auch schon dort denken. Und zwar nicht sich in eine Bubble abschließen und nicht mehr zu anderen hören, aber solange wir in Strukturen drin sind, wo die meisten auch patriarchal geprägt sind, wird das wieder immer im Keim erstickt, weil wir sind ja selber nicht sicher. Also ich erinnere mich einfach daran, als ich es angefangen habe, darüber zu lesen. Das hat alles so Sinn gemacht. Ich habe, glaube ich, damals mit Stokowski angefangen. Es war wirklich ein gutes Buch, untenrum frei. Super Buch für das. Weil sie bringt es klar auf den Punkt, sie ist eine junge Frau, es ist ihr überhaupt nicht veraltet und es ist extrem, also irgendwie so augenöffnend. Und gleichzeitig die Stimme, die immer mitgeschwungen hat von «Ja, aber so schlimm ist es doch nicht, ja, aber muss man jetzt wegen dem so ein Drang, ja, aber es ist schon ein bisschen anstrengend, jetzt ist sie aber schon ein bisschen zickig». Und dann, ich glaube, das hat ein paar Bücher gebraucht, bis ich gemerkt habe, das ist ja wieder das Problem am Ganzen. Also, dass meine Reaktion darauf ja sogar eine ist, die mir antrainiert worden ist, dass ja eben sie sich gerade als eine Art Frau verhalten, wie sich eine Frau nicht zu verhalten hat. Und es ist, glaube ich, auch bei der Roi, die ich gelesen habe, dass man sagt, alles so, wenn man irgendwie eben als die Unterdrückte, um das jetzt so zu sagen, irgendwo gespürt, man wird angegriffen, also, dass man es immer minimiert. So tut, als wäre es gar nicht so schlimm gewesen. Es hätte ja noch schlimmer können sein. Genau. Und das ist ja auch ein bisschen das. Eben, hey, also komm, das ist doch nicht so. Komm, ist das irgendwie die kognitive Dissonanz? Genau. Wo auch ihre Schwester, eine ist Fußpflegerin und eine Krankenschwester oder so. Okay. Also beides in Care-Work. Und dass sie sagt, irgendwann haben die einfach angefangen, sich zu sagen, ach, die meinen es nicht böse. Weil es ist einfacher, als zigmal am Tag aufgrund von irgendetwas, wo sie haben, diskriminiert zu werden. Und dass das natürlich Teil des Systems aufrechterhalten ist, wenn man nicht hinschaut. Und was machen wir? Also es macht Sinn, eben Bücher zu lesen, Podcasts zu hören oder sich auch mit anderen Frauen, Männern, übrigens die jungen Männer, so 30 umeinander, sind so offen gegenüber diesen Themen. Da haben ganz viele schon genau das gecheckt, nämlich dass das System für niemanden wirklich gesund ist. Und das finde ich immer sehr auch anregend, wenn dann Männer sagen, ah, dann habe ich gemerkt, bin ich wieder darüber gestolpert und das habe ich so doch gar nicht wollen. Dass man sich dort so ein bisschen mit denen verbündet, die so ein bisschen ähnlich denken, weil ich habe wie gefunden, also ich bin seit irgendwie 3 Jahren am so Hirni umknoten und immer wieder aufmachen und denken, hui, und wie geht es jetzt weiter, und dann merken, und dann geht es wieder ins alte Fahrwasser. Mhm. Und jetzt merke ich, nein, langsam habe ich das einfach durchschauen, aber ich bin auch realistisch genug zu wissen, dann kommt dann die nächste Ebene, wo ich denke, ah, oh nein, das habe ich ja auch noch nicht gecheckt.
Und ich glaube, dort liegt die Veränderung drin. Und dass wir es halt können, an unserer nächsten Generation differenzierter weitergeben. Ich glaube, wir müssen nicht den Anspruch haben, lösen zu auf. Ein bisschen differenzierter weitergeben. Und hat es auch mit Solidarität irgendwo zu tun? Mir kommt gerade auf den Frauenstreik in den Sinn, wo ich in Zürich durch die Strasse gelaufen bin und so einen Vibe gespürt habe und eine Frau, die ich wirklich, noch nie so gespürt habe, die extrem berührend war. Also gerade Hühnerhaut bekommen, oder irgendwo so das Bestärken voneinander. Und das haben wir, glaube ich, auch schon x-mal in Selbstfürsorge und so gesagt. Aber eigentlich eher applaudieren, wenn jemand Grenzen setzt, wenn jemand schafft, anders aufzutreten, als man vielleicht erwartet, vermeintlich. Total. Und auch wissen, mit wem kann ich über das reden. Also die Selbsterkenntnisreise, na, ist es für mich ganz wertvoll gewesen, irgendwo zu wissen, wer denkt ähnlich, wo könnte ich vielleicht auch Fragen gut klären, weil es nicht ganz viele Fragen aufploppt. Ich habe jetzt vielleicht, also das ist das Glück gewesen, dass wir auch in der Paarbeziehung über das reden können. Es haben ja nicht alle, dass sie sagen, jetzt gar nicht gerade zu meinem Partner, sondern die redet man vielleicht mit anderen, liest vielleicht auf irgendwelchen Blogs mit. Und ich finde, gerade wenn wir bei Blogs sind, Social Media, es lohnt sich auch jetzt wieder eines zu schauen, was habe ich eigentlich in meinem täglichen Feed drin und was wird von diesen Sachen, die ich anschaue, repliziert. Also wie viel prägt das meine alten Muster? Wie viele Posts sehe ich, die mir sagen, ich bin wieder irgendwo nicht komplett, ich müsste irgendwie anders, besser, straffer, schneller sein. Mir kommt immer Sinn, also sie lehren einem dort nur schneller, eleganter und hübscher im Hamsterrad zu rennen, anstatt zu sagen, man könnte da versuchen auszusteigen. Und das ist etwas, wo ich selber einfach gemerkt, das hat mir extrem viel gebracht. Also der Feed ganz radikal, ich habe einfach abgekürzt auf empowernden Input, weil wir können ja eh nicht hast alles anschauen. Ich habe nur noch dich drin, Sabine. Und ich denke immer, oh, Sabine Meyer. Sabine Meyer, genau, das ist die beste Bestärkung. Einfach nur eine blanke Seite. Nein, aber viele haben das Gefühl, weil ich so aktiv bin auf Social Media, das überrascht immer. Ich sehe ganz wenig Inhalt. Und das ist nicht ausblenden im Sinn von, ja, aber Bubble, sondern ich tue mir dort einfach das nur geben, was ich finde, das ist für mich gesund. Ist das eigentlich so ein typisches Heteropärli-Problem? Oder hat das System auch, geht das in alle Beziehungsformen? Es geht in alle rein. Und das haben wir ja im Vorgespräch eigentlich auch gesagt, wenn wir jetzt hier ein Heteropärli nehmen, oder was machen wir eigentlich? Meine Erfahrung ist, dass es bei den Heteropärli einfach nur die grösste Schere gibt. Aber zum Beispiel auch, nehmen wir jetzt zwei Frauen, die sind natürlich mit dem genauso. Vielleicht manchmal, vielleicht weniger in der Paarbeziehung per se, aber die haben ja auch noch das Thema mit dem System. Also was noch plötzlich ist, im Kinski oder in der Schule, ja, und wer kommt jetzt auf die Liste? Wer ist jetzt von euch die Mutter und welcher ist der Vater? Ja, wir sind zwei Mütter, ja, das passt nicht ins System und so. Also so Themen kommen ja ganz oft auch. Oder dass sie entwertet werden, weil der Mann im Haus fehlt. Das wären ja patriarchale Strukturen, wo ein lesbisches Pärchen hat und bei schwulen Männern es oft so ist, dass man ihnen eine gewisse Fürsorglichkeit abspricht. Was ihr wenn das Kind habt, ihr zwei Männer, stellt euch mal vor, wie soll das denn sein? Das wird ja ein emotionaler Krüppel. Das sind genau die patriarchalen Strukturen, die greifen. Ich habe ja die Input-Sendung gemacht über Kinder aus Regenbogenfamilien. Übrigens fantastisch. Danke, super cool. Auf jeden Fall, dort hat mir bei einem Hintergrundgespräch eine gesagt, dass die Mannenperlen genau eine Chance sind für die Heteromannen, dass sie halt sehen, ihr könnt genau gleich zwei Kinder oder Kinder aufziehen. Und auch, dass man eben anfängt, Männer die Fürsorglichkeit zuschreiben, wo bis jetzt ja irgendwie einfach nicht das gleiche Vertrauen herum ist. Und gell, wir schon auch positiv können sagen, heute ist das zumindest schon möglich. Das ist ja erschreckend kurze Zeit erst möglich, dass überhaupt zwei Gleichgeschlechtliche nicht, also mit Angst um ihr Leben haben irgendwie auf der Straße. Und gleichzeitig, das ist jetzt im Buch, das ich gelesen habe, der Franziska Schutzbach, die Erschöpfung der Frauen, sie gesagt hat, und das ist mir so eingefahren, wenn man das so raushebt, das Problem, die Spannungen, dann wird es ja im Moment nur schwieriger. Das ist wegen der kognitiven Dissonanz, die irgendwie dann nicht mehr kannst wegbringen. Also wenn man dann mal darüber redet, wo überall der Sexismus oder das Patriarchat in der Paarbeziehung ist, wird es zuerst so schwierig, dass viele sagen, ach, komm, ich mache den Deckel wieder drauf. Und ich finde auch das okay, weil der Prozess, der darf ja auch länger gehen. Ich glaube einfach, wenn man den Deckel nicht hebt und versucht, sich daraus irgendwie zu befreien, sind wir immer ein Stück weit beschnitten. Und ich finde es einen extrem hohen Preis, den zumindest anzunehmen, ohne zu hinterfragen, ob man ihn ändern will.
Ja, also ich finde es auch streng. Ich finde streng, das Buch habe ich streng gefunden zum Lesen, weil man wie man denkt, wo ist es denn nicht? Wo betrifft es nicht? Wo gibt es nicht ein Ungleichgewicht? Mhm. Weil man merkt, es ist einfach überall, wenn man es so anschaut. Mich nimmt es noch ein bisschen Wunder, wenn du sagst, eben, du hast das ganz viel in deiner Praxis oder triffst es immer wieder an. Wir haben es jetzt gehört, so mit dem Schuldgefühl, mit dieser Care-Arbeit. Wo siehst du es sonst noch so? Wo ploppt das sonst noch so auf, was man vielleicht nicht meint? Also die Care-Arbeit ist natürlich ganz gross, weil eben Teil des Systems ist, dass Frauen soll sich verpflichtet fühlen, die Care-Arbeit unentgeltlich zu machen. Sonst kollabiert nämlich das System. Und das ist nicht nur gegenüber den Kindern, sondern auch den Schwiegereltern und den eigenen Eltern. Allem und eben, und auch im Geschäft. Also ich habe das schon spannend gefunden, weil ich gedacht habe, wie ist das in diesen Jobs, die ich hatte, bevor ich selbstständig war. Und da hatte es immer irgendwelche Frauen, die dann die Sachen erledigt haben. Also ob es die Frau war vom Psychiater, die das Essen eingekauft hat für die Teamsitzung. Ob irgendwie wir untereinander besprochen haben, wer geht noch etwas holen denn für das und das. Und es war irgendwie selbstverständlich, dass das unsere Aufgabe ist. Und es ist auch gar nicht hinterfragt worden. Also das habe ich noch spannend gefunden, sich zu überlegen, wo geht das auch in die Arbeitswelt rein, wo fühle ich mich verpflichtet. Auch hier, wenn ich mir denke, ich bin da, wir sind jetzt da gerade in meinem Zimmer zu Luzern, da hat es eine Küche, eine Gemeinschaftsküche. Es wäre noch spannend gewesen, wer räumt die Maschine ein und aus und wer macht da irgendwie die Erhaltungsarbeiten. Dass das auch viel mehr die Frauen sind, die sich verpflichtet fühlen. Und die Männer sind entweder nicht gesehen oder denken, irgendwie ist es ja immer gemacht, dann muss ich ja nicht. Ja, oder ich würde mich sogar, könnte ich mir vorstellen, dass die Männer das durchaus auch machen und die Frauen vielleicht auch nicht. Mhm. Aber das Gefühl, das dabei ist, beim anders machen, ist wie ein anderes. Also, ja, vielleicht. Wenn ich es als Frau nicht mache... Schlechtes Gewissen. Genau, ist ein schlechtes Gewissen. Oder ich mache es wie so, hey, ich sollte eigentlich, ja, aber ich mache es jetzt nicht. Es ist so wie übrigens bei der Telefonliste. Also ich habe mich ganz bewusst aus gewissen Telefonlisten einfach entfernt, weil ich gefunden habe, ich will mich wie auch schützen, dass ich überhaupt jedes Mal Nein sagen muss. Mhm. Wenn du vorhin gesagt hast, so wegen Kuchen backen. Und aber so. Das, kann man das in der Schule? Kann man sagen, ich will gar nicht auf die Liste? Ja, an diesen gewissen Tagen bin ich einfach nicht zuständig. Ich brauche da noch irgendwelche Tipps. Wenn ich mich da möglichst gut kann. Nein, dort muss man halt wie auch ein bisschen aktiv umerziehen. Aber ich finde das auch nicht ein Problem. Ich habe auch kein Problem, wenn mir Leute an meinem Arbeitstag anrufen und sagen, ich kann den XY abmachen. Aber ich finde es dann schön, wenn sie es nachher wie respektieren. Oder wenn du merkst, ah ja, stimmt, sorry, passiert nicht mehr. Ich finde, dort muss man halt wie auch manchmal noch die Leute darauf hinweisen. Ich glaube, es ist das Gleiche wie eben auch beim Rassismus-Thema. Es ist ja nicht das Problem, wenn mir jemand sagt, hey, das hat mich jetzt... Das war jetzt rassistisch, was du sagst. Die Frage ist, wie reagiere ich? Ja, wenn ich sage, hey, danke, ich kann nur gescheiter werden mit dem Hinweis, ist ja super. Und so sehe ich es ehrlich gesagt auch bei diesen Themen in der Schule. Das System ist wirklich noch... auch bei dieser Sendung über Kinder aus Regenbogenfamilie, eben wie oft sagst du, lass es von Mami und von Papi unterschreiben, anstatt einfach zu sagen, Eltern. Genau, und es wäre... Dort sagt, glaube ich, einer oder sie, ich weiß gar nicht mehr, wo sagt... Und es wäre doch so einfach. Also sie müssten nur ein Wort ersetzen. Das ist übrigens aber im Rassismus-Thema ja genau das Gleiche. Wie einfach wäre es, gewisse Worte zu ersetzen in unserem Wortschatz und man würde mit dem ganz viel Verletzung vermeiden und man einfach so ein bisschen darüber hinweggeht, weil es betrifft mich ja nicht. Das ist wirklich ein guter Link. Genau. Und du fragst gerade, wo ist es überall? Also ich finde wirklich, es durchzieht alles. Wir haben schon gehabt Care Work, dann eben in der Arbeitsumgebung, dass einfach viele Frauen Schluss am Ende immer noch findet, ihre Arbeit und ihre Verwirklichung im Beruf sind weniger wichtig als die vom Mann. Und dann einfach auch das Gefühl von, das ist schon ein grosses Ding von dieser Inkompetenz, also auch sich etwas zutrauen und dann irgendwelche Ketten sprengen, dass das ja auch darum geht, was will ich eigentlich aus meinem Leben noch so machen, wo könnte ich denn noch her, dass sie sich weniger schnell gewisse Freiheiten nehmen. Ich merke einfach, dort braucht es immer ein bisschen mehr Vorarbeit. Aber die Generationen, die jetzt so nachrutschen, schon einfach auch wieder das Gefühl mehr haben von, ich darf das eigentlich schon auch. Ich muss es aber machen. Und jetzt kommt psychologisch etwas Wichtiges und auch schemamässig. Das löst ja negative Gefühle aus. Schuldgefühl, vielleicht Schamgefühl, vielleicht auch manchmal wie Überforderung. Oh nein, aber schaffe ich das denn wirklich? Vielleicht Angst vor Scheitern, was auch immer. Und dann so zu merken, man kann aber nur dort durchkommen, wenn man es eben aushaltet. Also das heisst, wo ist meine Rolle oder wo ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, schliesse dich zusammen mit anderen. Wir können uns natürlich stützen lassen in einem Vorhaben, was mir trotzdem schwerfällt und vielleicht so autoritäre Stimmen aktiviert und schwierige Gefühle.
dass man es trotzdem macht. Und wenn jetzt Mathilda noch eine springst, und jetzt würde vielleicht Mathilda am Schluss sagen, du hast eigentlich recht, aber es ist ganz schwierig für mich zu anerkennen, ich will eigentlich mindestens 60 arbeiten. Eigentlich würde ich lieber 80 arbeiten, aber ich merke, das geht nicht auf und unsere Kinder bleiben auf der Strecke. Aber ich merke, vor allem, weil ich mich Annika voll auf Pius verlassen, dass er wirklich die 50% von dieser Unterstützung in dieser Care-Arbeit, dass wir das aufteilen. Und sie merkt, so viele Gedanken kommen, was denken denn meine Schwiegereltern, wenn ich 80% arbeite? Und in der Schule hat letztes Mal schon jemand gesagt, was, 60 schaffst? Was sind deine Kinder immer? Die sind immer fremdbetreut. Und dass sie merkt, wow, das aushalten, das braucht zu viel Kraft. Und dann, so psychologisch würde man wie rausschaffen, ja, was ist jetzt geschickt? Weil da gibt's nicht, richtig ist nicht, ja, der schafft 80%. Richtig ist zu schauen, was ist gerade der beste Fit für dich für einen Moment. Und vielleicht sagt sie, die gleich reduziere auf 40. Aber in 5 Jahren könnte ich mir vorstellen, ich werde dann wieder irgendwie aufgehen. So. Aber dann hat sie ein bisschen mehr darüber herausgefunden, was sind eigentlich Hemmnis und Beweggründe. Um was geht's, ja. Und der Pius, der kann ja dort dann schon auch. Also wenn er das noch befeuert, die Gedanken, dann ist es natürlich wirklich schwierig. Und wenn er sagt, hey, im Fall unsere Kinder sind wunderbar versorgt. Genau. Oh. Für mich ist das kein Problem. Genau, ich unterstütze dich. Dann ist es wieder auch etwas anderes, oder? Ja, voll. Und gell, Schema. Wenn der Pius auftritt aus dem gesunden Erwachsenen, aus dem Erwachsenen-Ich, der sagt, hey, I got your back. Ich stehe hinter dir. Ich unterstütze dich, auch wenn systemtechnisch wir nicht die gleiche Rolle haben und er vielleicht ein Treppchen weit drüber steht. Das ist dann wie ja nicht so wichtig, wenn er sagt, hey, ich unterstütze dich, ich bin da. Wir schauen das miteinander an, als wenn er nur einen Satz vielleicht sagt, willst du ernsthaft Kind nur mehr fremd betreuen? Ja, das sagen die Piusse, nicht eher manchmal einfach, ach, tu doch jetzt nicht so. Je nachdem, wie er gestrickt ist, ja, das wäre der emotionale Vermeider. Ja, und das hilft dir ja dann eigentlich auch nicht. Er tut zwar dann dir sagen, ist kein Problem für Kind, tu doch jetzt nicht so, aber er nimmt eigentlich dann die ganze Geschichte nicht ernst, die da eben mitschwingt. Oder? Genau, und würde sie in dem Fall machen, das, was ich vorhin gesagt habe, dass sie wahrscheinlich nur mehr denkt, ich kann diesen Kampf nicht kämpfen, wenn ich ihn zuerst noch ins Boot holen muss. Ja. Und ja, ich bin gespannt, wie das, auf welche Ohren das jetzt auch getroffen ist, weil darum haben wir ja auch darüber geredet, wenn wir das machen, aber ich finde, wir dürfen auch ab und zu so eine unbequeme Folge machen, wo das macht ganz viel Dissonanz. Weil da zu realisieren, wir sind in einem System drin, wo du hast vorhin gesagt, es durchzieht ja irgendwie jeden Aspekt vom Leben. Das ja. kann auch frustrieren. Ich hatte gestern Abend so eine Situation, wo ich Geschirrspüler ausgeräumt habe, dann habe ich noch irgendwie die Schultheke weggeräumt und dann habe ich nochmal etwas gemacht und dann habe ich gerade so gedanklich die Sendung vorbereitet und dann bin ich hässig und habe gesagt, irgendwie Scheiß, muss ich eigentlich alles machen? Genau. Und dann manchmal dann auch wieder so zu schauen, um was geht es jetzt. Eben, dass es nicht alles, also es dringt alles, aber es ist nicht alles. Ja, Mann. Genau. Und diese Unterscheidung finde ich, eben, vielleicht bin ich momentan jetzt gerade so ein bisschen in dieser Wut drin und das wieder in einen Punkt bringen, wo ich es ja wieder kann abstrahieren kann. Ich schmutzle, weil mir das genau gleich gegangen. Aber ich habe ja das Roag-Buch schon ein bisschen länger gelesen und habe jetzt, wie schon gesagt, das Buch von der Franziska Schutzbach gelesen. Und das hat mich jetzt die ganze Woche geprägt. Was auch noch so ein Fun-Fact war, ist, ich lese sonst ja relativ zügig Bücher. Im Normalfall habe ich 3, 4, 5 Tage. Ey, und das Schutzbach-Buch, das war wie so irgendwie Treibsand. Also jeden Morgen ist irgendetwas anderes dazwischen gekommen und ich bin wieder nicht dazugekommen und es hat so passt zum Buch. Also die Erschöpfung der Frauen, irgendwo kommt immer noch etwas daher. Und ich habe gemerkt, ich habe das so wichtig gefunden zu sehen. Und dann hat es aber in meinem Hirn natürlich ganz viele Fenster aufgemacht, wo natürlich die Unzufriedenheit eher verstärkt. Also das wäre sogenanntes Priming. Man ist schon parat für das zu sehen, wo kommt. Und das kann schon sein, dass das jetzt natürlich auch passiert ist, dass jetzt da die Leute rauslaufen aus dem Podcast und denken, entweder denken sie, mit dem will ich mich nicht befassen, das ist streng und blöd, oder dass man merkt, wie gehe ich das jetzt an? Und gerade zuhause alles herschmeissen. Aber wie könnte man jetzt noch zum ich tue ja gerne irgendwie so eine Schlusskurve machen. Ich will jetzt irgendwie so ein bisschen konstruktiv da raus. Wie kann man aus dieser Wut oder auch dem, hey, ich bin gefangen in dem, du hast mir, glaube ich, auch im Vorgespräch gesagt, hey, es ist manchmal auch frustrierend, wenn die Strukturen so siehst. Ja, voll. Wie kommen wir da raus? Zuerst mal bei sich selber schauen, wo könnte man so blinde Flecken haben und wo bin ich persönlich ja auch eingeschränkt. Du hast vorhin Privilegien angesprochen, wir haben ja auch nicht alle die gleichen Herausforderungen, wo wir eingeschränkt sind. Und wie du gerade gesagt hast, als weisse, hetero, cis-Frau haben wir schon mal ganz viele Probleme nicht, wo
andere dann auch noch mit anschauen. Und dann zu schauen, wie kann man Partnerin, Partnerin ins Boot holen mit dem Gespräch und vielleicht zuerst nur mal mit dem Ziel zu sondieren, wo steht denn der oder die. Also wie viel, weil wenn beide schon mal nicken und sagen, ja, das ist ein Problem, ist halt eigentlich schon mal viel gewonnen, als wenn jemand sagt, man kann nicht. Und manchmal habe ich auch Leute bei mir, die sagen, ja, ich habe es durchschaut. Und manchmal wünsche ich mir, ich hätte es nicht durchschaut, weil jetzt ist es so streng. Und in dem Fall jetzt der Mann sieht es aber nicht und will auch nichts ändern. Und dann kann es auch darum gehen, trotzdem für sich, weil wir haben ja auch Räume, die auch unabhängig sind von der Paarbeziehung. Und dort trotzdem zu schauen, man will sich ein bisschen mehr Freiheiten schaffen, dass man sagt, ich will einen Abend in der Woche, wo fix mir ist, wo ich machen kann, was ich will. Also so einfach der Mittwoch gehört mir. Und dass man sagt, und an diesem Mittwochabend übe ich auch daraus rausgehen, ich übe das schlechte Gewissen auszuhalten, ich übe darauf zu vertrauen, dass die Kinder trotzdem gut versorgt sind und vielleicht sogar es nur ein Benefit für das System ist, weil vielleicht der Mann ja der auch mehr Carework übernimmt und durch das vielleicht in die Rollen auch noch ein bisschen mehr reinwächst und sich verbinden und verbünden mit solchen, die auch wollen, Veränderungen anstoßen. Das ist sicher etwas, was man machen kann. Und ich habe noch ein Beispiel erlebt letzte Woche, das ich ganz schön gefunden habe. Soll ich das noch erzählen? Unsere Kleine geht jetzt in die Spielgruppe. Und zwar, das ist ja auch spannend, ich bin ja ganz auf dem Land aufgewachsen, sehr, sehr traditionell und konservativ. Und jetzt geht sie nicht oben in die Spielgruppe, wo ich schon in die Spielgruppe bin. Die gleiche Schule, gerade just nicht mehr zu der gleichen Lehrerin im Fall, gerade so verpasst. Und am ersten Tag bin ich dort auf einen Mann gestossen, den ich gar nicht erkannt habe, lustigerweise. Und erst beim näheren Zugang gemerkt habe, der ist mit mir in die Schule und jetzt gehen unsere Kinder wieder miteinander in die Spielgruppe. Das passiert nicht, Walden auf dem Berg. Und letzte Woche habe ich die Kleine gebracht und ich bringe sie an mich und fahre dann sofort los zum Arbeiten. Also ich war dann schon so im Outfit und parat und mit dem Täschchen und mit dem Auto und ich gehe jetzt los. Und er bringt sein Kind. Und das habe ich auch schon mal cool gefunden. Es hat Männer, die bringen, es sind Tage, wo er auf die Kinder aufpasst, die Frau ist am Arbeiten, auswärts. Und dann sage ich, ja, ich muss los, sorry, ich kann nicht mehr reden, ich muss arbeiten. Und er sagt, ja, ich habe ein Buch mitgenommen, es ist so schön Wetter, ich hocke jetzt ein bisschen unter einem Baum und mache ein bisschen Me-Time daraus. Und ich habe es irgendwie so cool gefunden, weil ich gedacht habe, wie toll, dass es schon so viel Flexibilität in der Rolle gibt, dass wir das Gespräch gerade geführt haben. Dass ich ganz selbstverständlich und wirklich dort auch nicht schlechtes Gewissen gesagt habe, ich muss jetzt los. Ich gehe arbeiten. Und dass er als Mann auch laut ausspricht, ich hocke jetzt hier unter einem Baum mit meinem Buch und warte wieder, bis das Kind rauskommt, habe ich irgendwie sehr cool gefunden. Ich habe also gedacht, das sind zweimal so eine gesunde Erwachsene-Ebene aufeinander getroffen. Und das wirklich in einer ländlichen Gegend? In einer ländlichen Gegend. Und er hat Kind sogar zwei Tage in der Woche. Was ich mega cool finde. Also ich habe einfach gedacht, hey, es geht was. Also auch er hat Strukturen im Kopf und ich habe Strukturen im Kopf, aber es geht was. Und man verändert es auf der Mikroebene vom Paarsystem und das gibt dem Kind frische Vorbilder. Und ich habe es grossartig gefunden. Ich würde es gerne am Punkt machen, aber ich muss noch etwas anfügen. Ich glaube, ich würde mir eben... Ja, weißt du, was mich stört? Mm-mm. Würdest du das ja nie sagen, wenn ich zweimal in der Woche ein Kind bringe? Oder? Nein, aber auch zu merken, dass das ist Veränderung. Ja, wahrscheinlich. Das ist Veränderung. Positiv gesehen, in mich nervt, dass ich das grossartig finden soll. Nein, nicht grossartig, dass er es macht. Grossartig, dass die Rollen flexibler werden. Und auch zu merken, wir können es ja nicht einfach umstürzen. Wir können nicht eine Revolution machen. Ich habe gerade dort oben auf dem Berg in dieser Selbstverständlichkeit gesagt, ich hätte was ich super geil gefunden und also noch das zu sagen, ich hocke jetzt her mit meinem Buch, das ist wirklich cool, das sind Veränderungen. Also es geht etwas, das ja, da glaube ich fest dran, sonst fände ich es mega trostlos. Ja. Doch, es geht etwas. Danke dir, Feli, für diese Stunde. Ja. Nicht ganz Stunde, Beziehungskosmos. Und herzlichen Dank an alle, die bis zum Schluss dran geblieben sind. Wir staunen jede Woche über... euch als Community, wie ihr uns trägt und unterstützt. Ihr wisst, wir sind ein unabhängiger Podcast, der das vor allem mit viel Liebe und Leidenschaft macht und ohne Werbung und Sponsoring. Und das heisst übrigens auch, dass wir von Spotify oder Apple keine Rappen bekommen, sondern wirklich, wir leben von euch und können das von euch machen. Und das ist einfach
Wunderschön und danke, danke, danke vielmals. Ich glaube, wir können es nicht genug sagen. Es ist aber auch jedes Mal einfach wirklich wieder schön. Es ist cool. Wertschätzende Arbeit oder wertgeschätzte Arbeit. Und wenn ihr sagt, hey, ja, aber ich habe euch noch nicht unterstützt, würde aber gerne gleich auch da noch die Info, geht auf beziehungskosmos.com. Dort findet ihr alles, wie ihr könnt das Beziehungskosmos-Abo lösen und Teil von dieser Kosmos-Community werden. Danke vielmals. Die Musik kommt von Blue Dot Session. Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, was so die vier Grundpfeiler sind von einer guten Beziehung. Was braucht es, damit die Basis stimmt und es dann gut kommt. Gehen wir wieder auf die Mikroebene. Jetzt haben wir genug Makroebene gehabt. Ja. Mikro im Mikrofon in zwei Wochen. Habt's gut, tschüss zusammen. Ciao zusammen. Beziehungskosmos.